Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir. Von New York Gameplays als Hobby. Und wir sind hier bei der Mission von San Juan an Aufträge machen. Wie zum Beispiel das hier gerade. Müsst ihr in der Mission dem Weg der Kreuze folgen. Wir suchen nämlich an der Isabella. Aber die muss noch ein bisschen warten. Wir wollen hier erstmal nachschauen. Okay. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, hier hinten gibt es wohl doch nichts mehr. So, hier haben wir noch ein Artefakt, wie es aussieht. Ein Relikt, so, nicht Artefakt. Was haben wir denn da? Eine Schriftrolle. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, Verrat. Außerdem ist das kein Pergament. Dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Oder vielleicht Menschenhaut? Menschenhaut wäre natürlich heftig. Story abgeschlossen, der Missionar. Jawohl. Da ist das nächste Kreuz. Hier links gibt's Wölfe. Meine Güte, die halten aber viel aus. Alle tot? Alle tot. Gerade der Schwarze, ich habe den, glaube ich, zwei, dreimal in den Kopf geschossen, der kam trotzdem noch hier vor, ey. So, haben wir sonst noch was hier? Goldader. Sonst scheint hier wohl nichts mehr zu sein. Okay. Hier haben wir noch ein Kreuz. Moment, das kann man drücken. Okay. Das kann man drücken. Dann drücken wir mal. Isabella finden. Kryptenentdecker. Erkunden Sie Krypten und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Warum wird mir das angezeigt? Ist doch nichts Neues. Tagebucheintrag eines Gläubigen. Schon bei meiner ersten Begegnung mit Angel de la Cruz wusste ich, dass er ein bedeutender Mann ist. Seine Worte ließen mein Herz höher schlagen. Es bebte noch Tage nach seiner ersten Predigt. An diesem Abend sprach Gott zu mir und trug mir auf, mich als der Auserwählte zu erweisen. Ach ja. Am nächsten Morgen brach ich auf, um mich zu beweisen. Ja, da denkt man direkt, er wäre der Auserwählte. Aber woran merkt man das, dass man der Auserwählte ist? Kann man sowas irgendwie merken, dass man der Auserwählte ist oder sowas? Oder... Hier ist dunkel.
Isabella! Bist du hier drin? Isabella, schon tot? Isabella! Ah. Sie lebt wohl doch noch. Überlebensversteck haben wir hier keins, okay. Na! Glück gehabt. Oh. Zum Glück war hier Wasser. Mit Isabella sprechen. Sonst noch etwas hier unten? Nee, ne? Oh, hier ist schon der Sarg. Okay. Das gucken wir natürlich zuerst. Die Isabella kann warten. Gracias a Dios. Mehr Erfahrung vom Jagen. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hallöle. Da bist du ja. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Pobre Guillermo, de seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente, yo había idealizado cómo sería. Wie hast du dich denn verletzt? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Sara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. De aquí no me moveré. Natürlich, wo will ihr denn auch hin? Die Ruinen verlassen. Mal ein bisschen umgucken, natürlich. Hey! Da kam er drunter. Okay. Oh. Was haben wir hier? Das ist eine Gedenkstätte. Möge Huascars Wissen um die beiden jenseitigen Welten ausreichen, um uns zu führen, wenn wir eine von ihnen betreten. Okay. Story abgeschlossen. Gedenkstätten. Oh, das war wohl die letzte, die wir gefunden haben. Ah, hier sind wir jetzt. So, müssen wir uns natürlich ein bisschen umgucken. Aber nee, hier ist nichts mehr. Nur sterben dürfen wir nicht. Dann dürfen wir das Ganze nochmal machen. (lacht) 80% abgeschlossen, wow. In 24,5 Stunden. 80%. Wir spielen jetzt quasi einen Tag lang. Die letzten Worte eines Gläubigen. Oh, er hat es wohl nicht geschafft. Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung. So schnell kann es gehen. Oh, wieder klettern, ey.
Nee, da unten geht's nirgends hin. Lara, bist du? Ja, ich war's, keine Sorge. Hier haben wir noch was. Tagebucheintrag eines Gläubigen. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist. Doch das spielt keine Rolle. Ich werde auf seine Rückkehr warten. Mein Herz ist rein und mein Kopf ist klar. Ich bin bereit für die Prüfung und werde ihm beweisen, dass ich der Auserwählte bin. Wie gesagt, das wurde wohl nichts. Weiter unten haben wir ihn ja gefunden. Nehme ich zumindest mal an, dass er das war. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. No se burle de mí. Pase la noche en una cripta. Wer macht denn hier Kerzen an? Generell Feuer. Eine verzierte Schusswaffe. Eine Radschlosspistole. Oh. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Zu einem Egomanen wie Lopez könnte sie allerdings passen. Der Lauf ist leicht beschädigt. Ansonsten ist die Waffe aber in einem guten Zustand. Cooles Teil. Und cool verziert. Hm. Sieht schön aus. Zwei Dokumente soll es hier noch geben. Oh, wow, wow, wow. Oh. Schon wieder voll übersehen, ey. Irgendwie links von mir zwei Dokumente. Okay, wir sind jetzt hier Richtung links eigentlich gelaufen. Ach ja, guck mal an. Fall Rise of the Tomb Raider. Sehr schön. Cool, cool. Da geht's dann wohl raus. Oh, hier haben wir Gold und ein Dokument. Einen Tagebuch seit Dämonen. Ich weiß jetzt, dass ich nicht der Auserwählte bin. Und ich fürchte, ich habe Bruder de la Cruz und die Schwestern aus der Mission in Gefahr gebracht. Sie wissen nicht, dass in der hohlen Erde nahe der Mission Dämonen leben. Grausame, fauchende Kreaturen mit verkrümmten Klauen und fahlgelben Augen. Nee. Ich kam hierher, um sie im Namen von Angel de la Cruz von der Erde zu tilgen, um seine Gunst zu erlangen und mir meinen Platz an seiner Seite zu verdienen. Aber ich bin gescheitert. Ich konnte das Böse nicht bezwingen. Nun ist es frei und mit mir stirbt auch die einzige Möglichkeit, andere davor zu warnen. Na toll. Was hast du nur angestellt? So, links von uns fehlt eigentlich noch ein Dokument. Aber links von uns geht es nicht noch hin. Also nicht mehr hin. Ah. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Es ist increíble. Muchísimas gracias. Was ein Wirrwarr hier, ey. Links, rechts, hoch, runter, links, rechts.
Jetzt sind wir wieder hier. Trotzdem, dennoch fehlt uns ein Dokument. Ich glaube, wenn wir jetzt hochgehen, finden wir das Dokument nicht oben. Denke ich zumindest. Ich weiß nicht. Vielleicht aber ja doch. Hier bin ich runtergehüpft. Nee, hinter uns soll das Dokument sein. Scheiße, da habe ich doch wieder runter. Na gut, mach mal einen Schnelldurchlauf. da muss ich leider nochmal da unten nachgucken. Ah. Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Sie sind voller Herausforderungen und Gefahren, aber ich wachse daran. Meine Reflexe werden besser, ich werde stärker und wage sogar zu behaupten, mein Sehvermögen im Dunkeln verbessert sich. Ich weiß, auch andere versuchen, Bruder de la Cruz ihren Wert zu beweisen, aber sie werden mich nicht übertreffen. Selbst übereinschätzt, Kerl. So, damit haben wir hier unten alles. Jetzt können wir hoch. Weiter geht's. Wir können eigentlich noch rauslaufen, dann ist die Aufnahmezeit zu Ende. So, Guillermo. Umgekehrt. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich glaube eher weniger. Sehr schön. Ach so. Stimmt, hier gibt es einen Kondor. Boah, 13. Wahnsinn. Okay. Beinahe wäre ich nur dran vorbeigesprungen, ey. So, da bin ich, Leute. Dígame que Isabel está bien.
Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. ¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla. Me siento terrible por su tobillo. Pero, a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sara sich an ihrer Rettung beteiligt. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Bring sie einfach sicher zurück. Genau. Unterbrech doch mal das Gespräch hier. So, sehr schön. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal speichern. Wir sind bei 20,5 Minuten. Wunderbar. Erzählt sie was? Oh, wir können wieder Sachen verbessern. Sehr schön. Das war's. Okay. Tja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession aus einer geheimen Krypta. Wir haben sie zumindest gefunden mit Isabella, wie auch immer. Und wir haben sie somit gerettet. Das ist schön. Jetzt kommt der ganze Rest natürlich noch dran mit Finden und Erforschen. Wir haben jetzt, sollen jetzt nochmal mit Manu reden. Mal gucken, ob der noch ein Geheimnis kennt, wo was versteckt sein könnte. Aber das sehen wir erst im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es dann weitergeht und hoffe, es gefällt euch soweit. Gibt ja Möglichkeiten, es zu zeigen. Daumen hoch zum Beispiel. Und ein Abo. Okay, das war von mir. Gameplays als Hobby und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.